Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Rival Stars. Ich war sehr, sehr fleißig jetzt im Off. Die beiden Fohlen sind da, die werden wir jetzt gleich natürlich treffen. Und ich habe jetzt die Avocado so weit trainiert, dass wir sie verkaufen können. Oh, das ist ja auch ein hübsches Snow Spirit. Der Name ist absolut perfekt, finde ich, für das Pferd. Aber natürlich werden wir den nicht kaufen, der ist ja nur 4. So, also... wir werden uns jetzt als allererstes, auch wenn ihr ihn kaum im Rennen gesehen habt, von Active Avocado verabschieden. Der hat jetzt hier die Werte so hoch, wobei ich bin mir unsicher. Ich glaube, ich trainiere, doch ein Rennen reiten wir noch. Lieber so, oder so weit, dass er fertig ist. Lieber, dann machen wir lieber ein paar mehr noch. Weil ich habe nämlich so ein bisschen Schiss, dass das hier nicht zählt mit den Pluswerten, sondern dass wir halt wirklich das Graue direkt haben müssen. Ich würde sagen, wir reiten jetzt mit ihm mal zuerst die Rennen. Schaffen, das ist aber verdammt lang. Nee, das ist mir ein bisschen zu lang. Das hier könnten wir doch mal testen. Dann können wir vielleicht auch endlich mal das andere freischalten. So, und das reite ich jetzt auch einfach mal. Und ich hoffe einfach mal, dass wir das hier nicht versauen. Ihr seht es, ich habe fast 10 Millionen. Es hat einiges an Geld gebracht, die Avocado auf dieses Level zu trainieren. Gut. Und jetzt gucken wir mal, welche Startbox? Startbox 9, es ist okay. Es ist nicht so extrem schlimm, wie es schon gewesen ist. Und wir müssen ja hier nicht lenken. Von daher war ein guter Start auf jeden Fall für ihn. Er ist ein bisschen seinem Lieblingspunkt zum Rennen voraus. Aber wir lassen ihn jetzt einfach mal hier. Ich habe die Hände nicht an der Maus. Wir lassen ihn jetzt einfach an der Tastatur. Wir lassen ihn einfach mal laufen. So, jetzt kommen die anderen langsam so ein bisschen ran. Wir haben jetzt aber auch schon ganz gut Energie aufgebaut. Ich würde sagen, so bei 350 gehen wir langsam. Okay, wir müssen jetzt schon schneller gehen. Ich hab's schon wieder versaut. Nur der 5. Dabei hätten wir den 4. ist es geworden. Dabei hätten wir den ersten kriegen können. Ich hab, aber ich krieg's halt einfach nicht hin. Ich bin zu doof einfach dazu. Ich bin einfach zu doof dazu, das irgendwie hinzubekommen, früh genug zu gehen. Okay, die sind jetzt alle ziemlich lang. Das ist auch ziemlich lang. Die 1400, die nehme ich. Gucken wir mal. Das würde ich nämlich ganz gerne hier hinbekommen. Oasis haben wir dann auch noch. Sapphire Oasis, den ersten Platz. Haben wir noch, glaube ich, oder? Startbox 7. Ist okay. Boah, gerade so noch einen guten Start. So, wir sind auf der Innenbahn. Guter Start. So, nochmal einen Screenshot gemacht hier währenddessen. Dann wollen wir doch mal schauen hier. So. Meter. Also, wir werden auf jeden Fall bis zum Ziel das voll kriegen. Die Sprintenergie, da bin ich mir ziemlich sicher. Oder nahezu voll auf jeden Fall. Aber einen kriegen wir auf jeden Fall noch, bis ich losgehe. Jo. Vielleicht kriegen wir sogar noch den 2. Ich muss nur dieses Mal ein bisschen früher gehen. Jetzt muss ich gehen. Und wir hatten es genau voll. Okay, jetzt kann ich vielleicht noch mal ein bisschen aufholen lassen. Aber jetzt muss ich gehen. Oh, wie mies, wie ich jetzt die anderen Pferde noch mal so geteased habe, ne? Na, vielleicht erwischt ihr mich doch noch. Nee, doch nicht. Tut mir leid. So. Gutes Rennen. Gut gemacht, Kleiner. Und damit hat er jetzt, glaube ich, hat er jetzt ein Level abbekommen wieder. Oh, 10 Millionen. Und da ist es, das Level up. Er ist 37. Also Geschwindigkeit und das hier müsst ihr trainieren. Hier kann ich mir eigentlich die 100.000 schon sparen, ne? So, wir gucken auch gleich nach den Fohlen.
Fällt gerade auf, ich habe in der einen Folge vergessen, noch irgendwas zu machen. Ne? Dass ihr sehen konnte, wer noch mitgeguckt hat bei den Fohlen. So, beim letzten Mal. Was sagen denn jetzt die Grundwerte? Ja, reichen. Verkaufen für 2,13 Millionen Gold. Pling! 12 Millionen, so schnell geht das hier. Und damit haben wir eine weitere Quest abgeschlossen. Diese beiden hier. So, das machen wir jetzt noch und dann geht's zu den Fohlen. Objekte erlangen. Wir brauchen noch mehr Qualitätsobjekte zur Vorbereitung auf die kommenden Events. Die haben wir bekommen. Eine weitere Sache, die ich auf meiner Liste abhaken kann. Oh, hallo Richard. Mir war schon, als hätte ich dich hier gesehen. Ja, ich habe mit Trenton und Sophie gesprochen, um uns zu versöhnen. Ich wollte auch vorbeischauen, um zu sagen, wie sehr ich mich auf die kommenden Rennen freue, ohne unsere früheren Feindseligkeiten. Ja, das ist eine gute Sache. Wettstreit ist ja schön und gut, aber fair und im friedlichen Sinne. Richard möchte eines unserer Pferde kaufen. Ich weiß nicht, ob ich geschmeichelt oder misstrauisch sein soll. Nun, ich schätze, er ist damit zufrieden. Habe ich richtig gesehen? Wir haben ein Pferd an Richard verkauft? Ja, stell dir das mal vor. Überraschend, aber in Ordnung. Ja, jetzt haben wir nur noch das hier. Was wir jetzt eventuell abschließen könnten. Twisted Shimmer, wie sieht dein Fohlen aus? Zeig mir dein Fohlen. Okay, ich bin gespannt. Das hat die Dapples vom Papa. Ich bin nochmal gespannt, wie er... Oh, 9. Ja, Werte sind jetzt halt auch nicht so berauschend. Ich werde trotzdem mal auf Fohlen versorgen gehen. Das passt eher... Also irgendwas mit Angel, finde ich, passt immer eher zu einer Stute. Duck Conqueror. Conqueror ist cool, aber... Tasteless Test. Boss's Coin, Blush Blizzard. Muscle Bucket. Oh Gott, was für Namen gerade. Early Point. Point finde ich nicht schön ausgesprochen. Courageous Calorie. Gut. Tall Tex. Tall Tex. Den Namen finde ich cool. Ich bin echt mal gespannt, wie das aussieht, wenn es groß ist. Ich kann es mir jetzt als Fohlen noch nicht so richtig vorstellen. Wir gucken jetzt aber gleich erstmal noch nach dem anderen Fohlen. Nein, wir schließen erst das Ziel noch ab. Haha. Ich habe Sophie wirklich zugesetzt, als ich sie traf. Ist sie in der Nähe, im Zuchtbereich? Hi Sophie, ich war ein echtes Ekel zu dir. Ich hätte nie so grausame Dinge sagen sollen. Ich will neu anfangen. Vergibst du mir? Nun, wie wäre es, wenn wir erstmal einen Waffenstillstand, wenn wir es erst einmal einen Waffenstillstand nennen? Mehr habe ich wohl nicht verdient. Okay. Ja, und jetzt haben wir noch eine Aufgabe, die uns hier trennt. Von Prestige Level 20. Trainiere ein Pferd bis Geschwindigkeit Level 30, Sprintenergie Level 30 und Beschleunigung Level 30. Oder ich weiß gar nicht, kommen danach noch welche? Kommen auf Level 20 nochmal neue Aufgaben? Ich weiß es nicht mehr. So, ein weiteres Fohlen werden wir noch treffen. Das nächste Fohlen von Funny Detail. Oh, sieht das nochmal aus? Das könnte nochmal... Nee, das ist nicht so wie, wie Infinity Glitter. Ein bisschen anders. Und ein Stufe 9 Stutfohlen haben wir jetzt hier auch noch. Ja, Beschleunigung ist, glaube ich, der Bestwert. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Sprintenergie nicht so nice. Ach ja, Geschwindigkeit ist auch 50. Also ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Irgendwas mit Flower würde ich sie, glaube ich, gerne nennen. Geht irgendwas mit Flower denn? Countess Dawn ist auch ein cooler Name eigentlich. Aber, Style Stretch. Nee. Stretch ist nicht schön ausgesprochen. Furry Flight. Symphony. Wisdom Symphony. Also Symphony finde ich toll. Symphony. Oh, Furry Symphony, wie wäre das denn? Fury Symphony. Ach, das ist gar nicht Furry. Ups, das ist ja Fury. Fury Symphony.
Nee, das klingt aber nicht so gut. Pony Symphony. Nein, das passt nicht. Oder? Wie sagt er das dann? Pony Symphony. Doch, das ist schon irgendwie süß, oder? Gut, ihr Lieben. Das war's jetzt aber mit den Fohlen für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich werde beim nächsten Mal hier weitermachen mit der Story. Vielleicht werden wir auch noch mal züchten. Ich muss mal noch gucken. Ich habe nämlich eigentlich nur Platz für ein Pferd, glaube ich, gerade. Das heißt, ich muss wohl noch mal aussortieren. Vielleicht wird uns doch unser letzter Neuzugang verlassen, auch wenn der auch wunderschön aussieht. Ich weiß es noch nicht. Ich werde mich im Off entscheiden. Verabschiede mich an dieser Stelle. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.